Zweibrücken befürchtet den Verlust seiner wichtigsten Bibliotheksbestände. Fort. Die Erhaltung der Bibliotheca Bipontina als bedeutendes Zeugnis unserer herzoglichen Geschichte ist wichtig. Wir haben ja auch noch alte Bibliotheken und die Bücher, die damals mit diesen Uraltmaschinen, älter als diejenigen, die wir jetzt gesehen haben, gedruckt worden sind. Und wo ist das? Das ist in der Bibliotheca Bipontina. Und wir wollen jetzt Sie einladen, in die Bibliotheca Bipontina mitzugehen, liebe Zuschauer, zu einem Vortrag, den Frau Doris Pack, die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Medien, Sport und Bildung im Europäischen Parlament hier gehalten hat. Ich habe sie eingeladen, um zu sagen, Mensch Zweibrücker, Mensch Leute in der Region, schaut doch mal, was wir haben. Und da kommen die Leute sogar vom Europäischen Parlament und sind platt. Und das sage ich mal so in platt. Frau Pack war platt. Was hier in unserer Region für Schätze, alleine die Bibliotheca Bipontina, verborgen sind. Ich nehme Sie gleich mit zu dieser Veranstaltung. Und wir haben die Chance, mit Hilfe dieser Leute, auch des Europäischen Parlaments, auf der Grundlage unserer alten Geschichte, die von unserer alten Schule, die man leider ja massakriert hat, um das mal zu sagen, fortzusetzen. Und deshalb auch unsere Bestrebungen, dass wir diese Wurzeln, die wir haben, bis Hornbach hinaus, bis über 1250 Jahre nicht abgeschnitten werden und später weiß keiner mehr was, sondern wir wollen das entwickeln. Gehen Sie also mit. Wir fahren gerade an der Stelle weiter fort in die Bibliotheca Bipontina. Dort sind die Schätze, denn diese Bibliotheca Bipontina war mal die Schulbibliothek dieses Gymnasiums, ist über 450 Jahre alt und heute habe ich eingeladen in das Landesbibliothekszentrum Bibliotheca Bipontina mit der Deutsch-Polnisch-Gesellschaft. Bitte schön. Heute ist ein besonders schöner Abend und ich freue mich, dass Sie trotz dieses herrlichen Wetters hierher gekommen sind. Das ist ein großes Kompliment. Dieses Kompliment gilt natürlich unserer Referentin des heutigen Abends. Wir hatten noch niemals hier eine Abgeordnete Europaparlaments, Entschuldigung, und zumal eine Vorsitzende des Kulturausschusses, die hier so richtig in die Bibliotheca Bipontina passt. Mit unseren eigenen Anliegen hatten wir natürlich auch noch nicht hier. Wir haben eben einen kleinen Rundgang durch die Bibliotheca Bipontina gemacht und der heutige Abend passt eigentlich natürlich in das diesjährige Jubiläum, in die 600 Jahre Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, denn die Bibliotheca Bipontina ist ja schließlich das einzige noch existierende, vollständig existierende Zeugnis der alten Herzogszeit. Also herzlich willkommen Ihnen hier in Zweibrücken. Herzlich willkommen auch Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind. Außerdem muss ich mich bei jemandem besonders bedanken, nämlich bei dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums. Nicht nur in unserem letzten Jubiläumsjahr, 450 Jahre Jubiläum Herzog-Wolfgang-Gymnasium und außerdem Bibliotheca Bipontina, war eine ziemlich enge Zusammenarbeit zwischen dem Freundeskreis und der Bibliotheca Bipontina entstanden, sondern ich habe den Eindruck, diese Beziehung, die ja auf den gemeinsamen Wurzeln basiert, hat sich weiter ausgearbeitet und wir werden sie weiterhin pflegen und hoffentlich weiterentwickeln. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass auch Gäste aus nicht Zweibrücken, sondern aus Homburg hier sind. Sie als die Seniorenvertreterin von Homburg, herzlich willkommen und unser schwedischer Gast auch ein herzliches Willkommen. Heute ist noch ein ganz besonderer Tag, muss ich Ihnen sagen. Und ich glaube, Herr Euskirchen hat den heutigen Abend oder vielleicht auch Sie, liebe Frau Pack, extra deshalb ausgewählt, weil heute der Tag des Buches ist, der Welttag des Buches. Und ich sah auf Ihrer Homepage mit Begeisterung, dass Sie überhaupt kein bisschen gestellt, sondern ganz natürlich sich da haben abbilden lassen mit einem Buch. Das hat mir sehr, sehr, sehr imponiert. Und ich dachte stellvertretend erstmal für alle anderen,
Sie mit einer Rose begrüßen zu dürfen. Und alle, die hier anwesend sind, denn es ist ein schöner Brauch, beispielsweise in Spanien, das habe ich mir erst heute sagen lassen müssen, dass man sich entweder Bücher schenkt am Tag des Buches. Das konnte ich leider wegen unseres mickrigen Etats nicht tun. Aber in Spanien schenkt man sich auch Rosen am Tag des Buches. Und wenn Sie rausgehen und sich in unser Gästebuch eingetragen haben, nehmen Sie sich ein Röschen mit. Und jetzt bin ich ganz, ganz gespannt, was passieren wird. Okay. So. Ja, liebe Gäste, ich freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, möchte allerdings unserem Gast nicht die Möglichkeit rauben, wenn ich hier zu viel reden würde, etwas zu sagen, denn wir können dabei nur lernen. Wen ich noch zu begrüßen habe, ist die stellvertretende Vorsitzende unserer deutsch-polnischen Gesellschaft, Polenkönig Stanislaus im Herzogtum Zweibrücken, nämlich die Frau Dr. Schneider, die aus Saarbrücken kommt, dort im in der Umweltabteilung tätig war und als Polin das Ganze maßgeblich unterstützt, unsere Dolmetscherin ist und der gute Geist der deutsch-polnischen Gesellschaft. Wir haben noch weitere polnische Gäste hier, Frau Herr Rosenreiter oder umgekehrt, was sei mir verziehen. Dann werden Sie aber fragen, warum sind wir eigentlich hier? Und da möchte ich einfach sagen, weil wir schon immer hier waren, weil wir eine Tradition haben von 1250 Jahren. Pirminius hat unsere Regionen christianisiert, Pfalz, Saar, Elsass, Lothringen hat das Kloster in Hornbach errichtet. Danach wurde auf diesem Kloster unsere Schule aufgebaut, dieses altsprachige Gymnasium. Diese alten Sprachen werden heute etwas vergessen, obwohl es die Grundlage unserer europäischen Kultur und Europas ist. Und das ist für mich der Anlass zu sagen, wir bieten den europäischen Abgeordneten und den Berufseuropäern an, dass wir die Grundlagen der europäischen Kultur nicht vergessen. Wir sind schon daran gegangen, die altsprachlichen Gymnasien in der Region hier zu vernetzen, auch mit Bitsch, mit Sagemünd und auf diesen Sprachgrundlagen Europa wieder mitzuhelfen, in den Regionen zu erbauen. Zu den Sprachen gehört natürlich die Schrift, zur Schrift gehört das Buch und ich komme gerade mit Frau Schäfer vor 8 Tagen aus Lechno zurück und hat ganz tolle Entdeckung gemacht, natürlich auch mit Frau Dr. Schneider, die das Ganze sprachlich unterstützt hat, dass auch in Lechno, Polen, dieses Gymnasium dort, das wir vorgefunden haben, 4 Jahre früher gegründet wurde als unser Altsprachgymnasium auf Grundlage Straßburger Erkenntnissen, dass Comenius dort 30 Jahre gelebt hat. Und Comenius ist ja schon ein europäischer Name. Sie wissen das Comenius-Programm. Und wir machen Ihnen, Frau Pack, das Angebot, dass wir die Regionen Pfalz, Saar, Elsass, Lothringen mit dem, was im Saarland schon passiert, vernetzen. Wir haben zum Beispiel deshalb auch hier eine Bubblebahn eingerichtet. Wir fahren vom Kloster Hornbach mit dem Licht. Zweibrücken, St. Imbert, Saarbrücke, Sagemünd, Bitsch, weil wir sagen, da können wir mit den Franzosen noch babble, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir sind schon 2 Mal gefahren, jetzt bin ich in Blatt zum Fest, Fest, wir babble Blatt in Sagemünd. Und das ist diese Chance, was wir haben. Wir sind eigentlich von der Kultur und der Geschichte her der alte Kern Europas und wir würden gern mithelfen, das Ganze aufzubauen. Das ist der Grund eigentlich, Frau Pack, warum wir Sie gebeten haben, Ihre Arbeit. Und vor 20 Jahren etwa haben wir uns ja mal in Hornbach getroffen. Da hieß es, da wollen wir mal was tun. Hornbach, ein kaputter Trümmerhaufen war das. Zwischenzeitlich ein Wunder, ein tolles Möglichkeit der Begegnung. Ich will nicht zu weit ausgreifen. Deshalb, Frau Pack, ist es interessant, über Ihre Arbeit zu erfahren, wie wir zusammen mit Ihnen und anderen unsere Region zusammenschließen können und das, was Sie oben an der Spitze arbeiten, vielleicht an der Basis, dann vorbereiten. Denn ohne die Basis, das ist ja manchmal die Krux der europäischen Politik und Gemeinschaft, geht nichts und da würden wir gerne mithelfen. Und ich darf Sie bitten, Ihre Ausführungen zu machen. Dankeschön. Ja, ich darf mich bedanken. Der Tag ist gut gewählt,
Aber es war ein freier Tag von mir, sonst hätte ich nicht kommen können. Also, dass auch noch der Tag des Buches ist, ist natürlich wunderbar. Und dass wir dann in dieser schönen Bibliothek sein dürfen. Ich muss gestehen, ich habe heute auch gelernt, was es hier für Schätze gibt. Das ist ja unsagbar. Und eigentlich müsste man darüber sehr viel mehr wissen, auch in der Region. Und es müsste eigentlich auch darüber, auch im Saarland, ein bisschen mehr geredet werden. Denn solche Schätze haben wir nicht. Und es ist ja eigentlich unser gemeinsamer regionaler Schatz, wenn man so will. Wir sind ja hier doch sehr eng verbunden. Und mir war auch nicht klar, dass, also ich erst durch Herrn Euskirchen habe ich erfahren, dass auch Zweibrücken ganz stark mit polnischen, mit Polen verbunden ist. Und Sie wissen ja auch, dass wir in Reinheim, Gersheim, Bliesbrück ja jedes Jahr ein großes Fest haben, was ganz stark von Polen, Franzosen und Deutschen geprägt ist. Wir haben ja auch jetzt dazu, das Saarland dazu gebracht, mit einer Woiwodschaft in Polen, ganz an der Grenze zur Ukraine, Podkapetska, ja, eine Föderschaft, also eine gemeinsame, ja, wir haben also eine Erklärung unterschrieben und demnächst fährt also auch der Europaminister des Saarlandes, Herr Toscani, mit einer Gruppe nach Podkapetska. Und ich selber habe bei vielen dieser Veranstaltungen war ich anwesend, aber es bedarf bei all diesen Veranstaltungen bedarf es eben Menschen, die das tun. Und das ist in Reinheim so, ist in Gersheim so, das ist hier so. Und ich kann nur all denen danken, die sich dafür einsetzen. Und Herr Euskirchen ist mir hier als ein ganz besonders lebendes Beispiel in Erinnerung. Der hat auch aus Hornbach das gemacht, was es jetzt ist. Ich weiß, wie es früher war. Und insofern gebührt ihm wirklich hier eine große Anerkennung, weil er einfach ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte, unseres gemeinsamen Kulturgutes hier aufrechterhält und weiterentwickelt und natürlich immer wieder Freunde dazu gewinnt. Nun bin ich ja seit 21 Jahren im Europäischen Parlament. Ich war ja vorher 13 Jahre im Deutschen Bundestag und bin seit 21 Jahren im Europäischen Parlament und habe eigentlich immer mich für Kultur und Bildung engagiert, auch weil ich vom Beruf Lehrerin bin und hatte natürlich jetzt die Chance, im letzten Jahr im Parlament zur Ausschussvorsitzende dieses Ausschusses gewählt zu werden, in dem ich seit 20 Jahren gearbeitet habe und dem ich dann auch für meine Fraktion, das ist also die Europäische Volkspartei, in der die CDU und die CSU Mitglieder sind, das ist die größte Fraktion im Europäischen Parlament, da war ich immer schon die Sprecherin und habe also immer schon da wirken dürfen. Und wenn Sie vorhin Comenius erwähnt haben, Herr Euskirchen, dann muss ich auch sagen, ich habe in der Mitte der 90er Jahre an der Errichtung eines neuen Bildungsprogrammes mitgewirkt, und zwar eines Programmes, das in den Schulen benutzt wird, um Kinderschulklassen zusammenarbeiten zu lassen, der verschiedenen nationalen Herkünfte. Und dieses Programm habe ich dann Comenius genannt. Und kein Mensch hat verstanden, wer das ist, ne? Weil die Kommissionsbeamten haben gesagt, nee, da müssen wir Sokrates oder ich weiß nicht was, irgendwas, ne, was jeder so kennt, so, oder Aristoteles oder was auch immer. Und ich habe gesagt, also ich will jetzt mal was aus Mitteleuropa nehmen. Und ich kannte Comenius deswegen, weil wir in Saarbrücken eine Comenius-Hochschule hatten, eine pädagogische Hochschule hatten. Und ich mich früher schon mal mit dem Herrn beschäftigt hatte und für ihn eine große Sympathie empfand. Und inzwischen ist Comenius das Symbol unserer europäischen Bildungspolitik für die Schulen geworden. Ich will das gerade mal erwähnen, aber das sind so Dinge, die auch Abgeordnete dann machen können. Anders als im Deutschen Bundestag ist ein europäischer Abgeordneter, jetzt war es zufällig ich, aber es sind auch in anderen Bereichen andere Kollegen, in der Lage, eine Idee, die er hat oder die sie hat, wenn genügend Leute sie mittragen, dann auch umzusetzen. Ich hatte die Idee dieses Comenius-Schulprogramms. Sie ist umgesetzt worden und sie trägt wirklich tolle Früchte und ich habe sie inzwischen vielfach weiterentwickelt. Ich habe sie vor 3 Jahren mit etwas zusätzlichem bedacht, ein neues Programm in Comenius, was wichtig ist für um Schülern die Chance zu geben, ein Jahr lang an einer Schule der Europäischen Union, die nicht seine Nationalität ist, in die Schule zu gehen, im Alter von 14, 15 Jahren. Wir haben alle die Situation, dass Kinder in die Highschool nach Amerika oder Kanada gehen. Ich fand das immer schrecklich. Ich dachte immer, warum gehen die dahin? Warum gehen die nicht nach Finnland? Warum gehen die nicht nach Estland oder Frankreich oder Polen oder Ungarn? So, und jetzt haben wir das. Ist das nicht toll? Wir haben die Möglichkeit, ein Jahr lang im Alter von in der Sekundarstufe 1 so etwas zu tun. Und ich finde, das ist die einzige, das sind so Bausteine, das ganze Comenius-Programm sind so Bausteine, wo wir Kindern, da wenn sie wirklich noch zu erreichen sind, wenn sie noch in der Schule sind, wo sie hin müssen, wo wir ihnen dann ein bisschen, ja,
das einpflanzen können, was wir haben müssen, um diese Europäische Union dauerhaft stabil zu halten. Denn letztendlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir als Europäische Union inzwischen ja das Opfer unseres Erfolges. Ja, alle sind da in diese Situation hineingeboren. Meine Kinder, meine Enkelkinder, die wissen gar nicht mehr, warum diese Europäische Union so wichtig ist, was das Wichtige an ihr ist. Es geht nicht darum, was wir tägliche Arbeit wir in Brüssel machen oder in Straßburg. Also ich muss sagen, das ist langweilig. Politik in dieser Art ist in Berlin langweilig, in Saarbrücken und in Mainz langweilig. Aber das ist alltägliche Arbeit, wenn ich Gesetze mache, die in Europa wichtig sind. Ja, liebe Zuschauer, und mit diesen Worten der Frau Doris Back, der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien, wir wollen ja keinenfalls das Wort abschneiden, aber die Sendezeit geht leider zu Ende. Wollen wir ins Studio zurückkehren? Sie haben noch einen Gruß nach Lechno gesehen und wir werden diese Anregungen, die wir bekommen haben und die wir weitergeben konnten an diesem Abend mit der Frau Doris Back auch ausbauen. Und liebe Zuschauer, wir werden Ihnen mal öfter berichten. Und einer unserer Pläne ist es ja mit Lechno, mit Bitsch und Sagemünd, also mit Polen, Frankreich und Deutschland eine gemeinsame Struktur herzustellen, auch auf dem Fernsehgebiet. Da erreicht man die Leute am besten und damit auch unsere Gemeinsamkeiten verdeutlichen und im Sinne Europas zu festigen und weiterzugeben. Ja, insofern vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und im Übrigen werden wir uns weltweit dafür einsetzen, den wertvollen fürstlichen Bestand der Bibliotheca Bibbontina in Zweibrücken zu erhalten und die Bücher zurückzubringen. Wir kämpfen darum.